Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute geht es um den AdExtend-Tag sozusagen. Und AdExtend ist super mächtig, denn damit könnt ihr wirklich komplette Beschreibungen, also wirklich komplette Definitionen, hier wie zum Beispiel dieses Border oder sowas, komplett auslagern und wieder einnehmen. Dazu räume ich hier auch nochmal tatsächlich gerade nochmal ein bisschen auf, weil das wird jetzt nochmal wichtig, uns das im Source Code anzusehen. Und zwar mache ich hier einfach mal wieder ein New Style Sheet, und zwar Style 3 dieses Mal. So, und jetzt bekommen wir eigentlich so ein bisschen das Bild, okay, es ist vielleicht quasi dasselbe wie bei Mixins, allerdings nicht ganz, wie wir gleich sehen werden. Ich mache jetzt hier einfach mal ein Add Mixin, my Appearance. Keine Ahnung, mir gehen so langsam die Begriffe aus, die ich verwenden kann. Border, Doppelpunkt, ein Pixel, Komma, Solid und Black, einfach so. So, und jetzt von mir aus auch noch ein Padding, Doppelpunkt, 10 Pixel. Okay, nur damit wir was haben hier, was wir machen wollen. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir sagen hier einmal, was haben wir für Klassen in unserem... Genau, wir haben Box 1, 2, 3 und 4. Wir sagen Punkt Box 1, add include und dann my appearance. Ohne irgendwelche Klammern, ohne irgendwas. Wir machen einfach nur ein Semikolon und dann machen wir Punkt Box 2, das kennen wir alles schon. Box 2, add include my appearance. So. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, wie das Style-Sheet dazu aussieht. Das sind einfach zwei Boxen, Box 1, Box 2. Wäre es nicht viel effizienter, wenn wir hier Punkt Box 2 reinschreiben würden? Klar, dann bräuchten wir nämlich den ganzen Teil hier nicht. Und je weniger wir hier drin stehen haben in der CSS-Datei, desto weniger muss unser Server arbeiten. Denn nehmen wir mal an, unsere CSS-Datei ist 1 Kilobyte groß. Nur mal so als Beispiel. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen groß oder ein bisschen klein. Kommt immer auf die Anwendung drauf an. Ich glaube aber, 1 Kilobyte ist ganz okay. Nehmen wir mal an, wir haben eine berühmte, richtig große Webseite, die auf 1 Million Klicks im Monat kommt. Das heißt, 1 Million Mal muss dieses CSS runtergeladen werden. Dann können wir das Ganze multiplizieren und wir sehen, dass hier 1 Gigabyte des Traffics wirklich nur ausschließlich aus unserer CSS-Datei besteht. Das heißt, was wir hierdurch machen können, ist, wir können vielleicht einen großen Teil dieser ganz, also vor allem, wenn wir jetzt hier Box 5, 6, 7, 8, 9, 10 auch noch so haben, dann können wir hier wirklich unsere Größe von dieser Datei wirklich stark reduzieren. Und aus 1 Kilobyte wird vielleicht, keine Ahnung, 100 Byte oder sowas, dann haben wir plötzlich hier nur noch 0,1 Gigabyte. Dadurch lädt erstmal unsere Seite schneller bei unseren Besuchern und zweitens ist unser Server weniger ausgelastet. Deswegen ist es schon ganz sinnvoll, wenn man das eben hier nicht so hat, sondern durch ein, durch eben Inheritance oder auch AdExtend verwendet. Und deswegen gibt es hier nicht dieses Ding, sondern ein ganz normales Prozentzeichen. Das ist tatsächlich alles, was man dafür braucht. Und statt Add Include benutzen wir hier Add Extend. So, wenn wir das jetzt speichern, dann sehen wir, dass wir erstmal hier ein Problem haben. Wir müssen hier natürlich auch noch die Prozent ergänzen. Das ist ganz wichtig, dass wir hier überall Prozent ergänzen. So, und jetzt sehen wir hier, wir bekommen einen Style CSS und hier wird das automatisch gemacht. Und das ist so ziemlich das Geile daran. Allerdings erlaubt das hier im Gegensatz zu Mixins keine Parameter. Also wir können jetzt hier nicht anfangen mit Klammern noch irgendwelche Parameter oder sowas wie $Color oder so zu erwarten. Das geht nicht. Das heißt, wenn wir irgendwas häufig verwenden, irgendeinen Style, den wir häufig verwenden, außerdem ist es natürlich für uns auch geil, wenn wir da einen relativ aufgeräumten Code produzieren. Das ist natürlich dann für uns einfach toll. Wenn wir das hier so haben, dann ist das eigentlich perfekt, so wie wir es brauchen. Und ja, das ist eigentlich auch so ziemlich alles, was ich euch dazu sagen möchte. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ach so, eine Sache noch, genau. Wenn wir hier ein weiteres Prozent mein raushauen und hier von mir aus die Border auf 2 Pixel solid
2 Pixel Solid setzen, dann wird das hier überhaupt nicht übernommen. Also die existiert dann gar nicht da drin. Keine Sorge, das bleibt dann einfach weg, weil es wurde nirgends benutzt. Wir können aber überall einfach hergehen und können trotzdem sagen, hey, ich möchte hier aber noch vielleicht Prozent mein benutzen. Und dann wird natürlich in der Style CSS 3 auch dieses mein noch eingebaut. Allerdings auch sehr effizient. Das heißt, wir bekommen hier Punktbox 2. Das hier wird eingebaut und das hier eben nicht. Achtet aber darauf, Prozent mein steht jetzt hier unter Punktbox 2 drin, genauso wie Prozent my appearance. Hier wird Box 1 und Box 2 zusammengefasst, weil hier my appearance sozusagen da ist. Also das wandert quasi da hoch. Und Box 1 wandert in Prozent mein rein. Also so ein bisschen. Das funktioniert ein bisschen anders. Aber ja, ist relativ ähnlich. Und ja, das ist es von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.